Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederik, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf zu einer fristlosen Kündigung wegen kostenpflichtigen Telefonanrufen. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hatte sich hier mit einer Kündigung eines Arbeitgebers zu beschäftigen, der seiner Arbeitnehmerin, einer Bürokauffrau, fristlos hilfsweise ordentlich gekündigt hatte, weil diese bei einer kostenpflichtigen Hotline angerufen hatte. Jetzt muss man erstmal eins sich klar machen, das hat in der Presse ein bisschen, kam das ein bisschen missverständlich rüber. Hier ging es letztendlich nur um die fristlose Kündigung, weil die ordentliche Kündigung auf jeden Fall wirksam war, auf das Arbeitsverhältnis fand nämlich das Kündigungsschutzgesetz nicht Anwendung, war wohl ein Kleinbetrieb. Das heißt, die Frage war nur, konnte der Arbeitgeber fristlos kündigen? Im Ergebnis hat das Gericht die fristlose Kündigung für unwirksam gehalten. Die Arbeitnehmerin hatte Folgendes gemacht, die war für die Vorbereitung der Buchhaltung zuständig und musste da auch die Rechnung immer eingeben und hatte dann irgendwann mit dem Firmenapparat bei einem Gewinnspiel angerufen und hatte dadurch zusätzliche Kosten in Höhe von, ich glaube, insgesamt 18,50 Euro verursacht. Es waren 37 Einheiten, wobei man nicht klar erkennen konnte, dann wohl, ob das 37 Anrufe waren oder ob ein Anruf vielleicht mehrere Einheiten verursacht hat. Und die hat dann diese Kosten, die sie ja durch ihr privates Telefonieren quasi da verursacht hatte, einfach in die Buchhaltung mit eingegeben, hat den Arbeitgeber nicht darauf hingewiesen und dann hat der Arbeitgeber sogar nachgefragt und hat sie auch noch gesagt, weiß ich nicht, muss ich mal nachforschen und dann erst am nächsten Tag, da hat sie ein schlechtes Gewissen gekriegt und hat gesagt, hey, das war ich und ich zahle das sofort zurück. Ja? Also durch das Nachforschen des Arbeitgebers war ein Schaden nicht entstanden. Und dann muss man noch wissen, oder relevant war auch noch, dass grundsätzlich in dem Betrieb das private Telefonieren gestattet war. Und sie hatte in den Pausen angerufen. Warum ist das wichtig? Weil genau deswegen das Landesarbeitsgericht gesagt hat, dass die fristlose Kündigung jedenfalls unwirksam ist, denn ein Arbeitszeitbetrug konnte ja nicht vorliegen. Sie hat das ja während der Pause gemacht und sie hat auch nicht gegen eine grundsätzliche Anordnung, keine Privatgespräche zu führen, verstoßen, sondern nur Gespräche geführt, die sie nicht führen durfte, weil die von so einer Erlaubnis, Privatgespräche zu führen, nicht erfasst sind. Das hat das Landesarbeitsgericht schlichtweg einfach angenommen. Also als Arbeitnehmer darf ich nicht darauf vertrauen, dass dann, wenn der Arbeitgeber Privatgespräche zulässt, dass ich dann auch solche kostenpflichtigen Hotlines anrufen darf. Ich denke, da brauchen wir nicht diskutieren, das ist klar, das kann nicht von so einer stillschweigenden Duldung umfasst sein. Hier muss man also im Ergebnis Folgendes sagen, ich denke, das Urteil ist richtig, weil es ja eben, wie gesagt, nur um die fristlose Kündigung ging, ob eine ordentliche Kündigung dann wirksam gewesen wäre oder nicht, oder ob erstmal eine Abmahnung ausgereicht hätte, das musste das Gericht alles nicht klären. Fakt ist aber, Arbeitnehmer sollten das zum Anlass nehmen, sich immer wieder klarzumachen, dass auch die kleinsten Beschädigungen im Vermögen des Arbeitgebers, wenn man zum Beispiel Gegenstände mitnimmt oder was auch immer, dass die für eine Kündigung grundsätzlich ausreichen können. Und das ist wichtig, denn das kam aus den Pressemeldungen teilweise so ein bisschen anders rüber, weil die Besonderheit dieses Falls, Kündigungsschutzgesetz galt nicht und so, das nicht so richtig, die ließ sich so ein bisschen schwerer darstellen. Ja, im Ergebnis also, Arbeitgeber sollten eher dazu übergehen, Privatgespräche auf dringende Ausnahmefälle zu beschränken. Arbeitnehmer sollten darauf achten, dass sie wirklich mit dem Firmeneigentum in jeder Hinsicht sorgfältig umgehen und dem Arbeitgeber keine Schäden zufügen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.